Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von eurer Gameplayerin. Ja, es geht heute um eine kleine Anleitung zum Thema Palworld und speziell zum Thema Palentsafter. Und zwar haben wir uns das Thema ja schon mal angesehen, beziehungsweise den Palentsafter angesehen, als wir im Let's Play waren. Und ich habe ein paar Sachen noch rausgefunden, die man, naja, fast nirgendwo im Internet finden kann. Ich musste auch selber lange recherchieren, bis ich auf diese Infos gestoßen bin. Den Palentsafter könnt ihr ab Level 14 mit, ich glaube, es waren 2 Antiktechnologiepunkte freischalten. Um ihn zu bauen, braucht ihr einmal 20 Palium-Bruchstücke, 20 Metallbarren und 5 antike Bauteile. Der Sinn und Zweck des Ganzen oder das, was dahinter steckt, ist eigentlich ein bisschen traurig, weil man muss seine eigenen Pals opfern, um ein anderes Pal, also auch ein eigenes, stärker zu machen. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel mehrere Lammbals. Da könnte ich jetzt in der ersten Stufe 4 von opfern, damit wir hier rechts, ich klicke den mal eben an. Okay, man kann ihn nicht anklicken und es zeigen, damit wir rechts unter dem Bild den ersten Stern freischalten können. Ihr seht das jetzt hier in der Mitte, da steht jetzt 0 von 4. Ihr müsst immer den Pal, den ihr verbessern wollt, als erstes anklicken und dann die anderen Pals, die ihr opfern wollt. Das heißt, die werden dann gar nicht mehr vorhanden sein nach dieser Aktion. Also die werden getötet sozusagen. Die müsst ihr dann danach anwählen. Und zwar werden diese dann mit einer anderen Farbe hier markiert. Und ihr seht schon, je mehr ich markiere, umso weiter geht diese Leiste in der Mitte hoch. Bis hier steht Extrakt voll. Das heißt, ihr habt dann die gewünschte Anzahl von den Pals, die entsaftet werden sollen, erreicht. Und ihr könnt das Ganze mit Entsaften bestätigen. Nun gibt es hier allerdings auch einige Dinge zu beachten. Ich will jetzt hier natürlich keinen entsaften. Und zwar, wenn ich mir hier so meine Pals anschaue, auf der rechten Seite unten unter Passivfähigkeiten, das ist das Letzte, was dort steht, stehen in der Regel immer irgendwelche Fähigkeiten. Fähigkeiten in Anführungszeichen, weil es sind auch viele negative Dinge mit dabei. Das heißt, habt ihr jetzt zum Beispiel einen eingebildeten Pal, heißt das für mich persönlich nichts Gutes, fürs System offenbar schon, weil es ist ein leichtes Häkchen nach oben. Aber zum Beispiel hier den Angsthasen. Das ist natürlich eine negative Fähigkeit. Sprich, wenn das jetzt ein Pal wäre, mit dem ihr eigentlich kämpfen wollt, dafür sind die Lammbals jetzt natürlich nicht so geeignet, dann wäre Angsthasen natürlich das Schlechteste, was man im Endeffekt reinsetzen kann. Auch um eine Base zu verteidigen, ist Angsthasen natürlich nicht brauchbar. Das heißt, alles, was rot umrandet ist und dieses Häkchen nach unten hat, ist immer etwas Schlechtes. Hier beispielsweise Erdbeben sicher, das ist ein positives Zeichen. Pyromane würde ich jetzt auch eher negativ auslegen, ist aber anscheinend für das System auch etwas Positives. Das hier ist etwas sehr, sehr Positives, deswegen hat es nämlich auch 3 Häkchen nach oben und es ist mit Gold markiert. Blitzschnell. Blitzschnell ist eine sehr, sehr positive Eigenschaft, zum Beispiel wenn ihr mit diesem Pal Wolle herstellen wollt. Dann ist das Pal natürlich am besten geeignet dafür. Stämmiger Wuchs beispielsweise ist auch noch eine sehr gute Passivfähigkeit. Es gibt auch welche, die gar keine Fähigkeiten drin haben, so wie dieses Lammball. Ja, und hier habt ihr dann zum Beispiel grüner Daumen, auch wieder mit einem Häkchen nach oben. Und Herbizid, auch mit einem Häkchen nach oben. Das können insgesamt bis zu 4 Passivfähigkeiten sein, die man ja auf einen Pal haben kann. Was jetzt wichtig ist, alles was Gold ist, also wie jetzt beispielsweise hier stämmiger Wuchs oder es gibt noch andere, hier zum Beispiel bei dem Kativa, es hat ein positives und einen negativen Aspekt. Der Angsthase ist natürlich negativ, allerdings wenn man den jetzt natürlich nur bei sich in der Base einsetzt, ist es noch nicht so schlimm. Aber er ist ein Motivationscoach, was natürlich eine sehr gute passive Eigenschaft ist, weil er die anderen Pals ja ein bisschen motiviert,
sage ich jetzt mal, ich weiß nicht genau, was er motiviert, aber ich schätze mal, dass die anderen Pals besser arbeiten und dass sie fröhlicher sind vielleicht auch. So ganz genau ins Detail gehen kann ich da leider nicht, weil da konnte mir weder das Internet helfen, noch irgendwelche Videos, wo ich mich zu schlau gemacht habe. Ich habe versucht herauszufinden, was diese ganzen Begriffe bedeuten. Allerdings, ja, habe ich dazu leider noch nirgendwo ein Video gefunden, wo es hundertprozentig erklärt wurde. Außergewöhnlich ist übrigens eine passive Eigenschaft. Ich bin mir nicht sicher, was es für Nutzen hat, aber die steht, glaube ich, bei jedem sogenannten Shiny-Pal drin. Diese kleinen Sternchen hier, die deuten auf dieses sogenannte Shiny hin und die haben, soweit ich das mitbekommen habe, immer außergewöhnlich als passive Eigenschaft drin. Die sind übrigens auch um einiges größer als die normalen Tiere. Ich denke mal immer so doppelt so groß. Dann habe ich hier zum Beispiel bei dem Chickypea noch Fastenprofi als passive Fähigkeit. Die ist auch gold markiert. Und ja, ich persönlich denke, dass das daran liegt, dass die vielleicht weniger essen. Allerdings, die essen alle nur eine Menge, also ja, denke ich eher, dass sie vielleicht weniger essen werden. Also immer die gleiche Menge, aber nicht so oft hinlaufen werden. Auf jeden Fall ist es eine positive Eigenschaft, die man auch versuchen sollte, bei seinen Pals zu erhalten. Das heißt, wenn ihr jetzt tatsächlich irgendein Pal verbessern wollt, beispielsweise, weil ihr so einen Foxpark als Flammenwerfer mitnehmen wollt oder weil ihr ein Tanzi unterwegs dabei haben wollt, wo ihr dann mit dem Maschinengewehr schießen kann, beziehungsweise das Tanzi mit dem Maschinengewehr schießen kann, dann solltet ihr natürlich immer darauf achten, dass ihr da auch positive Eigenschaften habt, wie beispielsweise hart im Nehmen ist natürlich auch keine schlechte Eigenschaft. Oder beispielsweise dieses Fixie, was ihr vermutlich eher nicht im Kampf dabei haben werdet, weil dieses Fixie euch Sphären und auch Pfeile für euren Bogen ausbuddeln kann. Mittlerweile habe ich auch festgestellt, dass sie sogar hin und wieder auch mal Geld ausbuddeln. Anfangs war das nicht so, also da habe ich kein einziges Fixie gehabt, was Geld ausgebuddelt hat. Da musste ich dann immer diese Katze, Mau, glaube ich, heißt sie, für nehmen. Aber mittlerweile ist mir es auch aufgefallen, dass die auch schon mal hin und wieder Geld ausbuddeln. Da wäre dann zum Beispiel wichtig, dass man blitzschnell und positive Gedanken in diesem Falle drin hat und dieses Pal dann verbessert, damit man insgesamt als Handwerker in Anführungszeichen, beziehungsweise in diesem Fall auf der Weide bessere Ergebnisse erzielen kann. Ja, wie schon gesagt, das erste Pal, was ihr anklickt, ist immer blau. Das ist immer das, was hier oben ist. Da könnt ihr euch dann auch nochmal die Werte und so weiter anschauen. Und das ist das Pal, was tatsächlich die Vorteile erhält, wenn man die anderen Pals entsaftet. Ihr seht auch hier schon, es steigt die maximalen Lebenspunkte, es steigen die Angriffspunkte und es steigen die Verteidigungspunkte. Und wenn man rechts nochmal schaut, habe ich ja erwähnt, dass man 4 verschiedene Sterne auffüllen kann. In diesem Fall ist es so, dass wenn man das Fixie auf Level 4 bringt, von den Sternen her, also auf Max-Level oder maximales Sternenlevel, dass das Fixie sogar fähig ist, höhere Sphären auszubuddeln. In dem Fall würde es dann grüne Sphären ausbuddeln. Ich habe es noch nicht getestet, ich habe es mir nur sagen lassen, aber es soll auf jeden Fall funktionieren. Zusätzlich zu den gerade genannten Punkten werden allerdings auch noch die Partnerfähigkeiten verbessert. Da gibt es dann nochmal ein Upgrade zu. Ich bin mir nicht sicher, in welcher Höhe das jetzt genau ist, aber das steigt dann auch nochmal mit Höhe der Sterne, die man dann gefüllt hat. Beispielsweise, wenn man jetzt dieses Spa-Kit mit im Team dabei hat, wenn man mit denen unterwegs ist. Dann steht ja hier bei der Partnerfähigkeit, wenn dieser Pal im Team ist, wird der Angriff von Pals des Typ Elektro erhöht. Habt ihr also ein komplettes Team mit Elektro-Pals im Team, wird es entsprechend erhöht, je mehr von diesen Spa-Kits dabei sind. Oder beispielsweise bei diesen Elfidran. Da steht als Partnerfähigkeit, kann als Flugreittier genutzt werden. Beim gemeinsamen Kampf wird die Beute vom besiegten Pals des Typs Schattens erhöht. Das heißt, wenn ihr da auch die Sterne von diesem Pal erhöht habt, dann würdet ihr im Endeffekt entweder mehr oder höhere Beute erhalten. Bisher habe ich noch nichts in dieser Richtung gehört, aber ich würde es gerne testen, aber ich kann leider nicht so viele Elfidrans
zusammensammeln, dass ich da auf Stufe 4 komme, weil das Ganze nicht so einfach ist. Ich habe ja schon gesagt, dass beim der ersten Stufe, beim ersten Stern, 4 andere Pals geopfert werden müssen. Und das erhöht sich prozentual. Und zwar wäre das dann für den zweiten Stern, müsstet ihr 16 Pals opfern. Für den dritten Stern müsstet ihr 32 Pals opfern. Und für den letzten Stern, also den vierten, müsstet ihr 64 Pals opfern. Das heißt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, müsstet ihr insgesamt, um einmal die 4 Sterne voll zu machen, 116 Pals von dieser Sorte hier, also in diesem Fall jetzt alles Lammbals, opfern, um einem einzigen Pal wirklich diese 4 Sterne zu geben. Ich muss sagen, es lohnt sich wirklich, wenn es euer Hauptspielstand ist beispielsweise und ihr verschiedene Tiere damit aufstocken möchtet. Also wenn ihr beispielsweise hier diese Bully Pops habt und ihr habt immer die gleichen 2, die für euch Zuckerwatte herstellen, da würde es sich auf jeden Fall lohnen. Bei dem Fixie würde es sich auf jeden Fall lohnen und auch bei dem Mau würde es sich auf jeden Fall lohnen, weil ihr dadurch bessere Sachen erhalten könnt. Also beim Wollipop würdet ihr wahrscheinlich mehr Zuckerwatte erhalten, keine bessere Zuckerwatte, weil die existiert meiner Meinung nach nicht. Oder wenn ihr beispielsweise hier einen Cremis habt, da habe ich das nämlich schon gemacht, auch wenn er jetzt gerade am Rumbaggen ist, der ist auf Sternchen Level 1. Und ihr seht, ja, ich habe es eben nochmal geleert, kurz bevor ich aufgenommen hatte. Da ist doch so einiges jetzt wieder drin. Und ich meine auch, wenn man ein einzelnes davon holt, ach nee, das ist nur eine Wolle. Also die Anzahl an sich bleibt gleich, wenn man die einzelnen rausholt. Aber die Anzahl der Wolle, zumindest meine ich das, wird insgesamt schon ab dem ersten Level etwas erhöht. Im Endeffekt könnt ihr das mit jedem Pal machen. Bei den einen Pals wird es einfacher sein, bei den anderen Pals wird es schwieriger sein. Und es ist natürlich auch so eine Frage, bei welchen Pals ist es denn von Nutzen? Grundsätzlich kann ich sagen, bei den Lammbals wäre es von Nutzen, weil die Wolle geben. Allerdings geben die Cremis etwas mehr Wolle ab. Entsprechend, wenn ihr schon ein Cremis habt, dann würde ich euch natürlich empfehlen, das Cremis zu verbessern. Wenn ihr Eier braucht, könnt ihr euch natürlich ein wunderbares Chikipi heranzüchten mit 4 Sternen. Die sind sehr einfach zu finden, gerade so in den Anfängen überall, besonders im Startgebiet, wo man in der Regel anfängt. Und zwar ist das hier unten bei der Ebene des Aufbruchs, wenn man sich die Karte mal ansieht, ist das ganz unten rechts von den möglichen Plätzen, wo man beginnen kann. Wenn ihr da angefangen habt, dann laufen im Prinzip überall immer wieder diese Hühner in der Gegend rum und die könnt ihr euch einfach farmen. Die Fixies geben euch regelmäßig kostenlose Sphären, je nach Level von den Sternen blaue oder grüne, aber auch Pfeile für euren Bogen und hin und wieder auch mal etwas Geld. Die Maus geben euch bei der Farmarbeit Goldmünzen, das heißt, da wäre es auch sehr positiv, wenn man die erhöhen würde. Die Mozzarinas geben euch bei der Farmarbeit Milch, die ist dringend notwendig, wenn ihr Kuchen zum Züchten von Pals machen wollt. Die Wooly Pops geben euch Zuckerwatte, die ist ganz gut für eure Pals zur Ernährung, auf jeden Fall besser als die Beeren. Die Capritis lassen bei der Farmarbeit rote Beeren fallen. Die Bigarde geben euch Honig bei der Farmarbeit. Ich kann es euch leider nicht zeigen, weil ich die auf diesem Server noch nicht gefangen habe. Nicht zu verwechseln mit Elisabeth, weil die gibt leider keinen Honig ab. Zu den Pals, die ihr erst im weiteren Verlauf des Spiels holen könnt, zählt Flambelle. Die liefert euch bei der Farmarbeit Feuerdrüsen. Ich habe auf diesem Server leider noch nicht alle Pals gefangen. Dazu müsste ich auf meinen lokalen Speicherstand gehen. Aber ich meine, dass es ansonsten kein anderes Pal mehr gibt, das euch auf der Farm ansonsten von Nutzen sein kann. Natürlich könnt ihr jetzt theoretisch in der Gegend herumlaufen und ganz viele von den
ganz, ganz schweren, großen Pals holen, die ihr im weiteren Verlauf des Spiels findet. Beispielsweise hier dieser Jormontide Ignis ist von dem Naturschutzgebiet und der ist nicht ganz so leicht zu fangen. Der hat auch ein sehr hohes Level gehabt, ich glaube 42 oder so, als ich ihn gefangen hatte. Da müsst ihr natürlich dann erstmal die Kraft haben, so viele davon zu fangen, weil ihr dürft nicht vergessen, ihr braucht für jedes Pal, was ihr komplett mit 4 Sternen ausrüsten wollt, insgesamt 116 andere Pals, also die gleichen Pals von der Optik her, die ihr dann opfern müsst. Und ihr dürft auch nicht vergessen, dass die Werte, die ihr unten rechts immer seht, dass es davon natürlich einige geben wird, die gute Werte haben. Und die man dann dementsprechend auch nicht opfern möchte. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und weiterhelfen konnte. Und ich hoffe, dass ich soweit auch alles eingebracht habe, was ich mir vorgenommen habe. Wenn ihr noch etwas zur Ergänzung habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch wenn ich jetzt hier auf die Schnelle irgendein Pal vergessen haben sollte, was noch nützlich ist, auf der Tierfarm zum Beispiel, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr einen Lieblingspal habt, was relativ gut zu farmen ist, also wo man jetzt nicht endlos lange farmen muss, um seine Sterne zu verbessern, dann könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Am besten auch mit dem Tipp, wo ihr die Tiere farmen könnt, sodass andere Leute, die sich denken, sie möchten das gleiche Pal farmen, dann auch dahin gehen können und entsprechend ja, den Vorrat, sage ich jetzt mal, ein bisschen krass, sammeln können, um eben das gute Pal zu verbessern. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.